Wir melden uns zurück aus Rostock von den deutschen Feuerwehrmeisterschaften. Inzwischen aus dem schönen Stadthafen und da vorne sehen wir auch schon die Läufer, die sich hier bereit machen zum Start. Es wäre gerade eben eigentlich losgegangen, aber dann mussten die Läuferinnen nochmal antreten. Jetzt sind gerade die Frauen dran, ab 4:30 werden wir dann hier auch die Männer sehen. Die Disziplin ist jetzt Hakenleiter steigen und wir haben hier Manfred Worch bei uns. Er ist Wettkampfrichter und wird nachher auch hier die Herren bewerten und überprüfen, dass so alles seine Richtigkeit hat. Und wir zeigen mal währenddessen den Lauf, denn jetzt hat der aktuelle Wettkampfrichter die Pistole gehoben und wir sehen also, wie die Feuerwehrfrauen loseilen und die Fassade hochklettern und dann direkt mal die Frage an Sie, Herr Borch, vielleicht können Sie einfach denjenigen erklären, die das hier noch gar nicht kennen, diese Meisterschaft, diese Disziplin, ihr Hakenleiter steigen, was hat es damit auf sich? Ja, es ist eine Disziplin des Feuerwehrsportes. Neben der 4x100 Meter Feuerwehrstaffette, der 100 Meter Hindernisbahn, gibt es immer noch das Hakenleitersteigen. Früher war das ausschließlich eine Männerdomäne. Seit kurzem oder seit vorigem Jahr sind die Frauen aktiv und wollen sich ja auch in dieser Wettkampfart präsentieren und steigen hier mit der Hakenleiter auf, bis allerdings nur zur ersten Etage und auch ohne die Leiter vom Start an mitzuführen, um dann sie dann einzuhängen. Das ist von der Sache her, wie gesagt, neu. Frauen werden sich jetzt hier auch dahingehend präsentieren und den Männern es nachmachen. Genau, Sie sagen, dass ein softer Einstieg jetzt für die Damen, die zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften zumindest dabei sind. Eigentlich, wir zeigen euch das mal, wie es hier aussieht hinter den Kulissen. Eigentlich geht das hier 3 Stockwerke hoch. Wir werden hier auch gleich mal hochklettern, um euch den Blick von oben zeigen zu können. Man hat hier einen wunderbaren Blick über Rostock und den Hafen. Genau, wie Sie gerade eben schon sagten, die Damen haben hier noch, weil sie zum ersten Mal antreten, den Vorteil, dass sie die Leitern nicht selber tragen müssen, sondern die Leitern sind bereits angebracht. Wir sehen sie hier unten und sie werden also loslaufen. 32 Meter ist die Strecke lang, ganz ausgefallene Zahl. Wir konnten bisher nicht rausfinden, warum gerade dieses Maß. Sie nehmen also hier Anlauf und die Besten schaffen es in 8,1 ist heute der neue eingestellte Rekord. Genau kenne ich ihn nicht, allerdings um 8,1 Sekunden. Also die Besten der Besten haben es hier bisher geschafft, in 8,1 Sekunden die Strecke zurückzulegen, dann die Leiter hochzuspringen. Wir werden es auch nachher mal von unten zeigen, also aus der Ebene. Dann könnt ihr das sicherlich nochmal interessant von einer anderen Perspektive aus beobachten. Jetzt warten wir aber darauf, dass wir mal sehen, wie die Frauen hier angesprungen kommen, angerannt kommen und dann hier hochhechten. Gar nicht so einfach. Und oft sind es ja wirklich nur Zehntelsekunden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Worauf muss man achten? Sie sind ja Wettkampfrichter. Was kann man falsch machen und was sind auch vielleicht Fehlerquellen? Ja, grundsätzlich ist das Schwierigste, das Wichtigste der Start, dass man aus der Tiefstart praktisch hier loslegt und da muss man entsprechend natürlich aufpassen, dass man nicht zu früh startet und 2 Fehlstarts heißt, dass dann der Lauf für diese Läuferin ungültig wäre. Also das ist so mal der erste Knackpunkt, der Start und natürlich dann nachher die Sprossen richtig zu treffen, nicht abzurutschen, um letztendlich kontinuierlich und fehlerfrei dann nach oben zu steigen. Das ist eigentlich alles. Jetzt ist das ja hier Sport, es soll ja auch Spaß machen, es ist ein Wettkampf, aber das Ganze hat ja auch diese Meisterschaft an sich in ernsten Hintergedanken. Sie trainieren ja hier ständig auch, um einsatzbereit zu sein für den Ernstfall. Was konkret trainieren Sie hier? Ja, auf jeden Fall ist die Fitness ausschlaggebend, die einem Feuerwehrmann, die dem der Feuerwehrmann innehaben sollte. Also Fitness heißt Kondition zu haben, Schnelligkeit zu haben und natürlich auch dieses Hakenleitersteigen ist natürlich schon aus der Vergangenheit, rührt das her, dass man früher, wo es noch keine Technik gab, wie es die heute gibt, wie zum Beispiel die Drehleitern oder Hubgeräte, die es ermöglichen, schnell in höhere Stockwerke zu kommen. Da musste man früher sich mit diesen Hakenleitern damit begnügen, um letztendlich schnell, sagen wir mal, höhere Stockwerke zu erreichen. Das ist eigentlich die Ursache und die Herkunft dieses Sports. So, und jetzt gehen wir mit der Kamera nochmal rüber und zeigen euch nochmals den nächsten Lauf. Es geht hier also Schlag auf Schlag aus allen Bundesländern.
haben sich Teilnehmer qualifiziert für die Meisterschaft hier in Rostock diesem Jahr. Und es geht um einiges. Es geht um das Ticket für die Feuerwehr-Olympiade, die im nächsten Jahr in Villach in Österreich stattfinden wird. Und wir sehen, der Richter da vorne, Kampfrichter, hat die Pistole in der Hand schon abgedrückt. Und hier sehen wir die Läufer. Und da geht's hoch. Wir gucken mal, ob wir die Läuferinnen sehen und vielleicht auch schon zu einem ersten Statement befragen können. Ihr seht, das geht hier ganz schön in die Tiefe. Da gratulieren sie schon die Ersten. So sieht es also hier aus der Perspektive in der Wettkampfebene. Und da stehen natürlich ganz viele, die aufpassen, die gucken, dass hier alles seine Richtigkeit hat. Unten werden die Zeiten aufgeschrieben. Ich sehe ganz viele Stoppuhren, sehe ganz viele Listen und natürlich auch viele Handys, weil jeder will natürlich das Foto hier machen, das Video hier machen für seinen Verband. Also 3 Etagen sind das hier und ab 3:30, wer von euch in der Nähe ist, der kann hier noch herkommen. Ab 3:30 sehen wir dann auch die Herren und die müssen bis nach ganz oben klettern für die Frauen, weil sie zum ersten Mal teilnehmen. Gibt es hier noch die etwas leichtere Aufgabe, nur bis zum ersten Stock. Und die Leitern sind auch schon angebracht. Wir müssen also gar nicht lange warten, dann werden wir schon den nächsten Kampf sehen. Da hinten, vielleicht könnt ihr es erkennen, da machen sich schon die nächsten Läuferinnen bereit. Und nicht mal 10 Sekunden dauert es dann sind die Läuferinnen hier nach dem Startschuss und wir wollen einmal ausschauen, wie das hier aus dieser Perspektive aussieht, wenn gleich die Feuerwehrfrauen hier in das Gebäude springen durch das Fenster. Da vorne sehen wir, sie machen sich bereit, gehen in die Startposition, in den Startblock, rechts daneben der Kampfrichter mit der Pistole, hat sie schon in der Hand, gleich geht's los. Ein Abbruch, irgendwas ist da offensichtlich schiefgelaufen, vielleicht ein Frühstart. Nutzen die Gelegenheit mal für einen sehr schönen Rundblick hier durch den Rostocker Stadthafen bei bestem Wetter. Bis Sonntag geht die Veranstaltung noch. Also wer von euch noch vorbeikommen möchte, dem sei das hier empfohlen. Es gibt sowohl hier Wettkämpfe als auch im Leichtathletikstadion am Ostseestadion. Wir haben vorhin schon berichtet, wer sich das noch ansehen möchte. Unter anderem Schläuche, Kuppeln, Hindernislauf, durch Röhren rutschen, über Barrikaden steigen. Wir haben zumindest teilweise mitgemacht. Schaut es euch gerne an, auch auf Bild, Video, natürlich auf unserer Facebook-Seite. Ganz einfach zu finden. So, jetzt hat es geklappt, der Start ist erfolgt. Und wir sehen die Läuferin, sie rennen hier los. Und mal schauen, wer zuerst da sein wird. Das zweite Fenster. Und es ist auch deutlich geworden, wie knapp das hier ist. Ganz enge Kiste. Ja, ich finde es schön, dass hier auch jetzt, wie gesagt, die Frauen bei dieser Sportart hier mitmachen. Wir haben ja gerade eben schon von Herrn Worsch gehört, Manfred Worsch, Wettkampfrichter bei den Herren, nachher, dass die Frauen jetzt zum ersten Mal antreten bei den deutschen Meisterschaften. Also Feuerwehr ist entgegen vielleicht einiger Klischees schon lange, lange nicht mehr nur für Männer, sondern wir sehen es ja auch hier ganz deutlich. Es gibt hier unglaublich viele Frauen, die mitmachen und sich beteiligen. Wir gehen dann mal hoch, um euch das Ganze von oben nochmal zu zeigen.